So, ich werde mich jetzt mal an der Ersteinrichtung machen. Dazu nehme ich jetzt diese Kurzstartanleitung, Schnellstartanleitung und werde die nach und nach abarbeiten. Schritt 1 ist also diese Bürste aufzusetzen. Das werde ich jetzt mal probieren. Drehe das Gerät mal auf den Rücken und steckt einfach drauf. Das funktioniert sehr gut. Das wirkte so, als wäre da auch eine Mechanik hinter, ein mechanischer Verschluss. Jetzt ist der zweite Schritt unten links abgebildet. Ich soll einmal den Behälter rausnehmen. Dazu muss ich das Ganze wieder umdrehen, Folien abmachen. Nein. Die Frage, wie geht das eigentlich? Gucke mir das gerade noch mal an. Ja, das sind sie dann, die kleinen Schwierigkeiten. Also, man soll die Klappe eigentlich nur hochziehen. Hier komme ich aber gar nicht hinter so richtig. Ah, man muss da drauf drücken. Ich bin mir nicht sicher, dass das hier irgendwo steht. Also, drauf drücken. Dann kann ich das hier mehr oder weniger rausnehmen. Ja, das funktioniert, das schaffe ich. Dann soll ich im nächsten Schritt den Filter einsetzen. Mal gucken, ob man das auch verkehrt rum machen kann. Ja, das kann man auch verkehrt rum machen. Man kann es aber auch richtig rum machen, dann klackt es. Danach soll ich das Ganze wieder einsetzen. Funktioniert einfach und jetzt muss ich einen geeigneten Platz dafür auswählen und das Ganze dann mindestens 90 Minuten laden lassen, so hier die Aufforderung. Das werde ich jetzt mal tun und dann werde ich auch einmal die App installieren und gucken, wie sich das Gerät ins WLAN bringen lässt.